Hallo liebe Leute, hier ist wieder euer Dakuru mit Terranigma. Lalala. Es fängt schon klar sein. Ja, ich habe mittlerweile vergessen, was ich sagen wollte. Ich spiele immer noch und ich bin nicht besser geworden. Ich habe nicht gelevelt, ich habe nicht trainiert. Ich habe Alkohol getrunken und habe Geburtstag gefeiert. Also nicht ich habe Geburtstag, sondern jemand anders, aber man feiert ja trotzdem mit. Man sieht schon, ich habe das, was ich gestern mir mühevoll erspielt habe, das Halbwissen, wie ich denn die Gegner hier mal platt kriege, ohne selbst zu sterben, das habe ich schon wieder verloren. Nein. Verschwinde. Perfekt. Gehe ich halt nach hier oben. Dum, dum, dum. Dum, 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 dum. Gruselige Geistermusik. Wow, das war gut. Zack. Zack. Jetzt mache ich den noch kalt und dann fühle ich mich hier besser. Zack. Wow. Ja. Es gibt durchaus ein paar Themen der nationalen Sicherheit, die vielleicht einmal erwähnt oder erklärt werden müssen. Denn mir ist vor kurzem etwas aufgefallen. Etwas Mysteriöses und Unglaubliches. Und ich muss ausnahmsweise die Leute, mit denen ich... Also diejenigen, die wirklich sich meine Videos mal auch anschauen und nicht meinen Ton auf ganz, ganz leise stellen, damit sie einfach nur das hübsche Spiel genießen können, mal fragen, ob... These, diese Behauptung, die Vermutung, dieser Staatsstreich, der geplant wird, der nur bei uns hier passiert, im schönen Jenaer Land oder weltweit in ganz Europa, wobei weltweit ein leichtes, vielleicht ein klein wenig übertrieben wäre. Denn mir ist vor kurzem aufgefallen. Oh, was ist jetzt los? Kann ich nicht angreifen? Ihr kennt doch Grobmel, Sperrmel oder solche Dinge. Es ist doch bestimmt für euch nichts Unbekanntes. Und jetzt werdet ihr euch fragen, warum erwähne ich das? Die Sache ist die, uns ist vor kurzem etwas aufgefallen. Bei diesem Sperrmel. Nämlich, dass Sperrmel immer mit einem Toaster beginnt. Also, es mag jetzt ein bisschen seltsam klingen, hier Leute. Wenn man einen Sperrmelhaufen sieht, dann befindet sich meist in diesem Zentrum ein Toaster. Zumindest ist das hier so. Ich finde das äußerst verdächtig. Ich meine, es ist wirklich so. Da ist ein Toaster in der Mitte und um den Toaster hat sich der ganze restliche Haufen gebildet. Ich meine ja, es gibt eine Verschwörung oder ähnliches. Ich will ja jetzt echt nicht Theorien aufstellen oder so. Aber ich finde das äußerst verdächtig. Also, wenn ihr Sperrmüllhaufen kennt, wo auch der... Oh Gott! Der Toaster im Mittelpunkt ist, dann sagt uns Bescheid. Wir werden das der Regierung melden und diese Invasion der außerirdischen Toaster unterbinden müssen, also verhindern. Weil es kann einfach nur extraterrestrisch sein. Und, war das richtig gesagt? Frage. Wieso kann ich die eigentlich wieder töten? Ja, ihr Geister, habt da Angst vor mir, wa? Oh, tut mir das leid. Ja, der Raum ist total unnötig. Hier gibt's doch nichts. Hallo? Vielleicht hier unterm Tisch. Krieg. Oh Gott, das war wirklich unterm Tisch was. Ha, naja gut, das war ja beinahe mal richtig gut gespielt von mir. Ach, die Gegner sind wieder da. Zack. Okay, es ist eh sinnlos, sie zu töten. In den Raum werde ich wahrscheinlich meine letzten Wunder knallen. Ich verbrauche viel zu viel von denen. Verschwenden. Es wurde auch übrigens zu den Sperrmüllhaufen beobachtet, dass... Wenn ein... Oh, was? Das ist doch scheiße. Ich habe mich gerade geheilt. Gerade mal geheilt. Was ist denn das für ein Drecksgegner? Und das ganze, die ganze Wunderknäuel ist so gut wie weg. Dabei wollte ich doch nur... Wie soll ich den auch ausweichen, wenn ich die blöde Treppe runterkomme? Jetzt... Oh, nein. Ich krieg die Krise.
die Gegner sind total schwach, aber die erwischen mich immer so scheiße, dass ich nichts Großartiges dagegen tun kann. Ich meine, die kommen irgendwo aus dem Bildschirm, wo ich sie nicht sehe, reingeflutscht und töten mich. Erbarmungslos. Und ich brauche wieder Wunderknallen. Das kostet wieder sinnlos Zeit. Bäh. Ich bin heute vielleicht ein bisschen aggressiver beim Spielen. Liegt vielleicht daran, ich habe einen leichten Kater, wie erwähnt. Falls ich schon erwähnt habe, dass ich auf dem Geburtstag war. Und ich bin ja weit über 18, also darf ich auch trinken. Also wehe dem, mir schreibt jemand, boah, hier, hör mal zu, du hörst dich an wie ein Kind. Hör auf, Alkohol zu trinken. Nein, ich bin alt. Ein alter Let's Player. Oh Gott, ich spiele das schon 4 Stunden. Wow. 4 Stunden, in denen ich euch gelangweilt habe. Na, das ist ja toll. Ich sollte mich langsam mal richtig anstrengen, damit ich auch wenigstens halbwegs das Spiel in einer moderaten Zeit durchbekomme. Weil wenn ich mich entsinne... Also es sollte nicht so lange dauern wie Chrono Trigger, weil... Oh, scheiße, das Spiel kenne ich schon. Also sollte ich ein Spiel, was ich kenne, schneller sein. Ach, diese explodierenden Köpfe. Ja, was ich vor kurzem über Zombies gelesen habe. Es gibt Zombies. So erschreckend das klingen mag, aber auf unserer Welt existieren echt ernsthaft Zombies. Jetzt werdet ihr euch denken, ich labere schon wieder Unsinn. Genauso wie mit den Sperrmüll. Nein, es gibt wirklich Zombies. Und diese Zombies sind hauptsächlich Insekten. Das Perverse an der Geschichte ist quasi, es geht dabei um einen Pilz. Der nistet sich in Insekten ein, tötet sie und steuert sie dann. Da gibt's jetzt, da haben sie eine ganz spezielle Art noch gefunden, wie das... Oh, das ist doch scheiße! Exzessiv machen. Also richtig exzessiv. Das ist ein spezieller Pilz, der sucht sich eine Ameise. Geht in diese Ameise. Und sagt ihr genau, wo sie hingehen soll. Und die zuckt dabei noch ganz pervers. Aber ist eigentlich schon tot. Aber sie läuft noch. Das ist, weiß nicht, das sind Zombies halt. So wie man es kennt. Klassische Zombies. Nur mit Pilzen. Und da soll es dann Gattungen geben, die sind noch krasser. Da wächst ihnen dann am Schluss der Pilz aus jeder Pore. Während sie schon ferngesteuert werden. Das ist, ich weiß nicht, was ich davon... Also, mir macht, da gibt es schon zu denken. Also, Zombie-Invasion, es ist nicht so weit. Wie komme ich nur darüber hin? Gut, in dem Gebäude gab es nichts Wichtiges, aber es gibt ja noch mehrere Gebäude. Also, okay, ich meine das. Ha! Ausgetrickst. Götterknolle ist also die nächstgrößere Knolle. Das war der einzige Grund, in diesen Haus, in dieses Haus zu gehen. Wie viel würde die denn machen? 150. Das wäre, würde mich voll heilen. Jedes Mal. Geile Sache. Vielleicht kann ich sie ja dann demnächst bei einem Händler oder so kaufen. Jetzt ist natürlich scheiße, dass ich die Gegner nicht getötet hatte. Aber ich bereue meine Tat nicht. Also ich finde das mit... Wow, das ist so ein Nachwachskopf. Das mit den Zombie-Ameisen ist gruselig und alarmierend vor allem. Ich finde es sehr alarmierend. Weil, was ist, wenn die Menschen befallen und bald eine gewaltige Zombie-Invasion passiert? Ich meine, wir haben es alle in Filmen gesehen, was passiert. Das ist mal eine richtige kleine Familie. Wow, ausgetrickst. Aber ich hoffe einfach mal, dass uns so eine Zombie-Invasion einfach erspart bleibt. Ah, scheiße. Weil Zombie-Invasionen sind wahrscheinlich die gruseligste Art von, die gruseligste Art von Apokalypse, wenn quasi all deine Leute, die du kennst und so bösartige Zombies sind und dich nur töten wollen. Das ist auch so einer mit einem Regenerierkopf. Das ist mal cool, ich meine, es muss ja auch mal... So. Dunst. Oh, musst du ausgerechnet an dem blöden... Oh nein, ich bin schon fast tot.
Muss der ausgerechnet in den blöden Gang machen und so lange sprühen? Das ist bescheiden. Sehr bescheiden. Ha, erwischt. Und es hat mich vor allem wieder Leben gekostet. Gut, dann gehe ich mal hier rein. Ich dachte jetzt hier, ich mache mal meinen Power Slide. Ich muss gestehen, den Power Slide habe ich echt nicht immer drauf. Das ist doch schon eine Scheiße. Manchmal läuft es echt bescheiden. Muss es einfach sagen. Zombies sind mir absolut die liebsten Gegner. So vorhersehbar. Hoffentlich war es das wert. Ein Kraftelixier. Ich mache also mehr Schaden. Das kann einfach nicht schaden. Boah, irgendwie habe ich gerade was im Auge. Bäh. Dann heile ich mich gleich und ich habe schon wieder fast die Hälfte verschwendet. Oh. Ich muss heute auch mal zu was kommen. Ich hocke schon zwei Folgen lang in dieser Geisterstadt. Ich muss auch mal weiterkommen. Ich meine, wenn ich so weitermache, brauche ich wirklich so viel. Och, Mann! Das ist doch scheiße! Ich stelle mich wirklich an wie der erste Mensch an. Das kann es gar nicht sein. Ich hatte das doch mal viel besser drauf. Liegt das in der Verzögerung zwischen... Oh, zwischen den beiden Controllern, die ich benutze. Also... Oh, noch ein Level. Ja, jetzt wird's böse. Jetzt bin ich Level 17. So. Jetzt räume ich mal so richtig mit den Leuten hier den Boden auf. Wische ich den Boden auf, wie es richtig heißt. Komm her. Ha. Nein, es ist immer noch... Seht euch das doch an. Ich treffe ihn nicht. Och, Mann. Diese Missgeburten. Oh, ich zeige da viel zu viele Emotionen. Der Friedhof. Wir hatten den eingeraten, beim Grab etwas zu vergraben. Also, geh zu vergraben, weil er Angst hatte. Ich bin geneigt zu hoffen, dass der immer noch... Hier irgendwo. Ah, komm schon. Ja. Oh, verflucht. Ich bin ja vergiftet. Mal wieder. Gegengift gekaut. Njam, njam, njam. Das ist eigentlich... Ich möchte nicht mit dem Helden tauschen. Ich meine, der muss ja... Das war beim ersten Versuch. Ich habe ein Händchen für solche Dinge. Naja, theoretisch. Was ist das? Seufzt. Endlich habe ich dich gefunden. Erstmal den Zombie töten. Gut, ich habe eine Ahnung, wie das funktioniert. Ich rüste das hier aus. Ich wollte doch das ausrüsten, ich Idiot. Und... ich erinnere mich. Ich weiß im Groben, wo ich hin muss. Ohne Scheiß, ich habe echt eine grobe Idee, wo ich jetzt genau hin muss. So, das passiert ja selten, dass ich mir das ernsthaft mal merke. Clef, Clef. Aha, ich kann ihn bremsen, indem ich mich da hinstelle. Da, der kann einfach hier durchmarschieren, während ich alles töten muss. Dann lauf doch mal bitte schneller, Hund. Hier sind alles voller bösartigen Viecher. Okay, ich dachte, den kriege ich auch noch. Zack. Seit ich Level 17 bin, geht's ganz locker vom Hocker. Da, 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 da. Nein. Ha, erwischt. So. Wenn ich so einzeln komme, ich quasi in einer... Zack. Wow, 888 Schaden. Das ist mal geiler Scheiß. 106.
Ja, ich mache auch relativ viel Schaden. Klaff, klaff. Und er rennt hier hinein. Schwupp. Wupp. Er rennt hier rüber. Ich folge. Das wusste ich noch. Er rennt zu der einen Statue, die wir gesehen haben. Zu der da rennt er, die ich nicht töten konnte. Wir erinnern uns. Oh, sie weint. Sie weint lautstark. Oh oh, jetzt kommt was Trauriges. Meilen. Ja, nee, was anderes. Ja, wie gesagt, es ist halt Wiedergeburt, ne? Weil die Welt nur aus bezaubernden Blumen und wilden Tieren besteht. Ja, das war durchaus ein paar lehrreiche Worte, aus denen man einiges lernen kann, ja. Wir haben überhaupt nichts gemacht. Muss ich jetzt, ich glaube, ich muss jetzt die Zombie-Stadt einfach verlassen. Ich kann mich nicht bewegen. Ah, jetzt. Ich dachte schon wieder, mein Controller spinnt. Gut, damit sollte es die Sache hier auch endlich erledigt sein. Wir haben Mylin gerettet. Sie findet offensichtlich... Hey, die Zombies sind weg. Oder? Bitte lass sie alle weg sein. Ha, nein. Na doch. Die Todeswüste. Aha. Letztes Mal haben die mich ständig aus ihren Zelten rausgeworfen. Nur weil ich vielleicht ungefragt eingetreten bin. Jetzt könnte man mal alles durchsuchen, um irgendwelche Schätze noch zu finden, wenn jetzt keine Zombies mehr da sind. Warum die Zombies auch urplötzlich... Oh, da ist wieder unser Freund. Taklama. Zur Blüte Europas. Das klingt nicht schlecht. Ja. Aber dummerweise fällt mir dank des Geburtstags gestern im Zusammenhang von Europa mal was anderes ein. Ich sag euch, spielt niemals Siebte See. Ich hoffe, das wird euch nicht sagen, weil wenn ihr es kennt, dann seid ihr jämmerliche Nerds wie ich. Nein. Ich würde niemals Leuten etwas Böses sagen, die meine Videos gucken wollen. Freiwillig. Ohne Zwang oder so. Aha, das war schon mal keine große Hilfe. Gut, ja. So höre meine Worte. Westen bis zu 3 Steine. Ich glaube nicht, dass ich das schaffe. Oder zumindest nicht mehr heute. Ja, das war bestimmt der Gelbe. Also gut. Wir haben den Hinweis bekommen, wie wir durch die Wüste kommen. Puh, das ist nicht schlecht. Wobei ich denke, ich kriege das nicht beim ersten Versuch hin. Aber nun gut. Wie ist das eigentlich, die Gobi hier ganz woanders? Ah, egal. Ich bedanke mich herzlichst fürs Zusehen. Das war euer Darkuru mit Terranigma. Damit ich den Rahmen zu meiner Anfangsrede mal wieder finde. Das ist wahrscheinlich der Grund, warum ich das ständig sage. Also,
Ich hab's auch nicht fünfseitig formuliert, nur falls es jemand erwarten sollte. Gut, das war's dann auch. Bis morgen.